Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben YouTube-VOD-Zuschauer. Hallo, hallo, es ist mal wieder soweit. Wir cruisen um 1.18 Uhr mit unserem LKW ein bisschen durch Amerika durch. Chad hat sich das gewünscht, noch so ein bisschen zum Einschlafen. Mal gucken, wie lange wir machen. Vielleicht nur so eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem, wie lange ich Lust habe. Aber Chad hat sich das gewünscht. Okay, die Frage ist jetzt nur, bleiben wir in Idaho oder fahren wir nach Washington? Oder fahren wir sogar nach... Wir fahren nach Nevada. Ja, das machen wir. Wir fahren nach Nevada. Ja, ist ganz entspannt zum Zuhören beim Fertigmachen. Aber wie krass, ne? Also, dass du dann wirklich jetzt... Also, jetzt beginnt praktisch dein Tag. Irgendwie krass, oder nicht? Finde ich irgendwie heftig. Eigentlich, Chat, eigentlich brauchen wir Regen, oder? Chat, wollt ihr Regengeräusche haben? Weil dann mache ich hier... Warte mal, man konnte irgendwo die Regenwahrscheinlichkeit hochstellen. Regenwahrscheinlichkeit. Wenn ich die Regenwahrscheinlichkeit auf 100 mache, dann wird es auch bestimmt gleich anfangen zu regnen, oder? Hopp, wie einen wunderschönen guten Abend, falls der Name richtig ausgesprochen ist. Dankeschön für deinen Follow, Mann. Ich hoffe, dir geht's gut. Was beehrt uns zu dieser Stunde deine Aufmerksamkeit? Was ist der Sinn von dem Game? Menschen töten. Ja, also das sieht man ja wahrscheinlich jetzt auch sofort. Hier geht es tatsächlich darum, den Kontrahenten, LKW-Fahrer, so brutal es geht, umzubringen. Ja. Man fährt LKW. So ein Ding ist das. Bin dann aber auch mal schlafen, höre deine Stimme zum Schlafen. Jennifer, schlaf gut und pass auf dich auf. Und Anna, pass auf dich auf. Ist ein heftiges Game. Ist krass, Mann, wirklich. Also es gibt ja auch generell Menschen, die sehr, sehr gerne Auto fahren. Und das beruhigt die. Und ich glaube, für genau solche Menschen wäre Euro Truck Simulator oder American Truck Simulator wahrscheinlich das Beste, was sie spielen können. Schätze ich mal. Also ich bin nicht so jemand, der zur Entspannung Auto fährt. Ich mag es einfach, American Truck Simulator zu spielen. Das macht einfach Spaß. Treu mich nicht, Yoshi. Ich treu dich nicht. In dem Spiel baut man halt sein eigenes LKW-Business auf und man transportiert halt Waren durch Amerika. Also, real talk, Mann, das ist das Spiel. Ey, Hopfi, mit dem allerersten Tier 1-Sub. Oha. Warte mal, du hast doch erst von einer Minute gefolgt. Junge, dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank für den Support. Das freut mich aber sehr. Wirklich, dankeschön. Das bringt mich einen ganzen Schritt näher zu unserem Ziel, Twitch-Partner oder Twitch Partner Plus zu werden. Ich glaube, so nennen sie das ja. Viel lieber an dich, Mann. Dankeschön. Ich hoffe, dass du ein sehr schönes Wochenende hattest soweit und einen guten Start in die Woche. So, Chat, hier müssen wir nämlich jetzt unseren Anhänger abholen beim Eddies. Ah, ja. Ich hätte gerne eine Pizza Fungi. Zibi, du hast nicht mal das Recht, hier überhaupt da zu sein. Deswegen, naja, was soll man machen, ne? Zum Einschlafen safe, sehr entspannt. Absolut. Übertrieben. Wie gesagt, es gibt Menschen, die fahren ja sogar extra lange Autofahrten oder so, damit sie runterkommen. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so der Typ für. Aber hier ist es geil. So, wo haben wir denn unseren Hänger? Na, was geht? Guter Gerd. Chat, guck mal, nachts, ne? Einfach nachts chillt der arme Mann hier und bewacht diesen Laden. So bräuchte ich ein bisschen mehr Killer-Action. Ich habe so viele Killer-Spiele gespielt. Irgendwann reicht's. Irgendwann wird's langweilig. Klar, sehr gerne doch. Ja, Ausbildung, Rettungsdienst, ein bisschen an. Ach du Scheiße. Eieiei, Mann. Viel lieber auf jeden Fall an der Stelle an dich. Sehr, sehr krass. Und Dankeschön, wirklich. Vielen, vielen, vielen Dank. So, Chats. Also, mal gucken, wie lange müssen wir überhaupt fahren nach Nevada war das. 423 Kilometer. Ja, da machen wir. Wer will, kann im Chat bestellen. Yoshi fährt Umwege zum Essen holen.
vermute ja manchmal, dass CB irgendwie seine Medikamente nicht nimmt. Und ich finde das sehr gewagt und falsch. Ich bin so der True-Crime-Doku-Typ zum Einschlafen. Boah, ich gar nicht. Ich gar nicht, Mann. Aber ich gucke auch eigentlich gar nicht zum Einschlafen. Also ab und zu mal irgendwie einen Twitch-Stream, aber... Nee, ich bin lieber mit mir alleine. Chat, es regnet. So, ich hoffe, ich komme hier überhaupt raus. Ey, Junge, wir haben einen Riesenhänger. Passt das? Ah, das geht schon. Ah, das geht's. Perfekt. Super. Okay, Chat, also. 422 Kilometer schön durch die amerikanische Nacht nach Nevada cruisen. Das hört sich doch sehr gut an. Yoshi hört lieber seinen eigenen Podcast. Ja, Mann. Ich bin ja sowieso jemand, der seine eigene Stimme sehr gerne hört. Bekommt zwar manchmal Albträume, aber das nehme ich in Kauf. Also ich meine, das ist natürlich dann wirklich extrem hohl. Als Mensch, der schnell Albträume bekommt oder so, oder empfindlich ist, True Crime Shit zu hören. Beim Einschlafen. Sehr gute Wahl. Sehr, sehr gut. Chat, ich habe übrigens heute einen Döner gegessen. Und ich sage euch ganz ehrlich, Mann, ich hätte Bock jetzt noch einen zu essen. Also hätte ich jetzt noch sehr Bock drauf. Döner geht immer. Also jetzt auf jeden Fall wieder. Ja, dann mache ich wieder 2 Monate Pause mit True Crime und dann starte ich wieder durch. Logisch ist das... Nee, nicht ganz. So ganz logisch ist das nicht. Aber Chat, was macht ihr denn zum Einschlafen? Also... Keine Ahnung, also schlaft ihr einfach oder hört ihr Musik oder keine Ahnung, guckt ihr Streams? Also wie schlaft ihr so abends ein? Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde True Crime halt mega langweilig, deswegen... Wahrscheinlich könnte ich doch einschlafen. Entweder dein Stream oder ein Hörspiel. Oh, das ist süß. Ja, man, Hörspiele auch sehr, sehr cool. Ich kann nur immer jedem Patterson und Findus ans Herz legen auf Spotify. Sehr, sehr geiles Hörbuch. Musik oder Stream? 3 Fragezeichen, auch sehr cool tatsächlich. Momentan gibt's Dokus zum Einschlafen. Mhm. Höre den Podcast Einschlafen mit Vicky. Anna, wolltest du nicht gehen? ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ey, wenn es dich zum Einschlafen bringt, nice. Kenne deinen YouTube-Kanal auswendig. Okay, das ist krass, Mann. Das ist cool. Ich fühle mich sehr geehrt. Mit dir? Tja, das ist mega süß. Echt, ich finde das sehr schön. Also ich finde das echt sehr, sehr cool, dass so viele mittlerweile die Streams zum Einschlafen benutzen. Das ist mega schön, Mann. Ich höre seit einem Jahr circa deine Streams immer zum Einschlafen. Echt, jeden Abend? Das ist schon krass, oder? Also ich meine vor allem, du kennst mich ja praktisch dann in- und auswendig. Oder nicht? Es werden random Wikipedia-Einträge vorgelesen. Ah, okay. Krass. Hey Yorish, sorry, bin heute etwas spät dran, aber hoffe, du hattest bisher einen spannenden Stream. Mit dem ja, auf jeden Fall, Mann. Stream war auf jeden Fall bis jetzt sehr entspannt. Wir haben sehr viel gequatscht. Tatsächlich auch über sehr wichtige Themen wieder. Und jetzt cruisen wir einfach noch so ein kleines bisschen durch die Nacht. Ja, das steht jetzt noch an. Und ich glaube, oh Jets, welcome to Idaho. Ich glaube, sonst werde ich mich einfach gemütlich gleich noch ins Bett kuscheln. Ohne YouTube und Co. ist Einschlafen eine Qual für mich. Ja, ich muss halt sagen, ich habe wirklich richtig die Liebe für mich gefunden. Also praktisch auf mich selber zu achten, wenn ich einschlafe. Mit Meditieren und so. Ich mag das mega gerne. Absolut cool, dass du noch live bist. Ja, ist schon eine unchristliche Uhrzeit, ne? Wieder 2:30.
mitten in der Woche. Ey, wirklich, ne? Ich hab's auch letztens nochmal wieder gesehen. Wenn ich einmal früher Livestreame, also ich sag mal so 20 Uhr, 21 Uhr den Livestream starte und so 4 Stunden streame, bis 12 Uhr, 11 Uhr ungefähr. Junge, das ist das Beste, was ich machen kann für alle Beteiligten und auch vor allem für die Zuschauer. Aber es klappt halt nie bei mir, ne? Das ist halt das Problem leider. Jeden Abend schaust du meine Streams zu einschlafen, ohne kann ich nicht mehr schlafen. Und ja, kann ich gut einschätzen, würde ich sagen. Weil das ist krass. Also wenn du mich wirklich seit einem Jahr jeden Abend zum Einschlafen hörst. Junge, also das hat sich ja, da haben sich ja so viele Synapsen in deinem Hirn gebildet. Ich bin ja praktisch schon ein Mensch, der in deinem Leben wohnt. Könnte man ja schon so sagen, das ist ja übel krass. Stream einfach so, wie es für dich am besten passt. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich weiß halt nur, ne, ich meine, am besten, man muss dann natürlich auch als Streamer so ein bisschen wirtschaftlich denken oder wie auch immer man das sagen möchte. Und es macht halt wirklich am allermeisten Sinn, früh zu streamen, ja. Es macht einfach am allermeisten Sinn. Aber es passt halt oft bei mir einfach nicht. Leider, leider. Ich habe in den ersten 2 Stunden einen Test, aber egal. Kann nichts machen, wenn ich nicht schlafen kann. Ay caramba. Ich drücke dir die Daumen für den Test morgen. Kuro, einen wunderschönen guten Abend. Wir cruisen noch ein bisschen durch Amerika durch. Chat, ist eigentlich der Ton so okay soweit? Ganz kurz so in die Runde gefragt. Wirklich selbst im Urlaub mein Datenvolumen komplett deswegen geopfert, weil hatte kein WLAN. Du hast dein ganzes Datenvolumen geopfert für die Streams? Ach du Scheiße, Mann. Ey, das ist wirklich krass. Also ich kann wirklich immer nur wieder sagen, ich gucke ja auch sehr viele Streamer. Und es ist halt wirklich, es hat was so Besonderes, wenn man seinen Streamer gefunden hat, den man sehr gerne schaut. Und das tut einfach so gut, abends eben bei dem im Stream abzuchillen und einfach nur da zu sein, Mann. Und zum Einschlafen oder eben einfach so als Unterhaltung nebenbei. Das ist was sehr, sehr Geiles. Und muss ich wirklich sagen, hatte ich in all den Jahren, wo ich Fernsehen geguckt habe, nie ansatzweise hatte ich so ein cooles Gefühl, wie bei eben, wenn du einen Streamer hast, den du sehr gerne hast. Nicht ansatzweise kam da irgendeine Serie dran, finde ich. Worum geht's in dem Game? Um LKW-Fahren. Es ist praktisch wie eine lange Autofahrt. Und man müsste halt eben Güter durch Amerika schiffen hier gerade mit unserem LKW. Sobald du online kommst und ich gucke einen anderen Stream, gehe ich in deinen rein. Prioritäten sind gesetzt. Eieiei, die armen anderen Streamer. Ja, also ich fühle mich da sehr geehrt, Angie. Ich muss aber sagen, ich finde das immer voll schade. Also schreib sowas bloß auf gar keinen Fall zu irgendeinem Streamer in den Chat. Das ist der übelste Herzbruch. Wirklich, das ist der übelste Herzbruch für einen Streamer. Ich hatte das schon so oft selber und das war voll schade, sowas zu lesen halt, ne? Ich meine, im Endeffekt, klar, ist ja vollkommen klar, dass Leute Prioritäten setzen und der eine Streamer ist halt besser als der andere und den verfolgt man lieber und, ne, dass man alle stehen und liegen lässt, wenn eben der eine Streamer online kommt, so, klar. Aber es ist irgendwie so schade, als Streamer selber, wenn man sowas in den Chat geschrieben bekommt, ne? Also so von wegen, ah, Josh, ja, keine Ahnung, Mann. Gronkh ist jetzt live oder irgendein anderer Streamer. Ich bin ja jetzt weg. Tschüss. Das ist irgendwie so, das tut mega weh. Das ist voll schade. Ja. Deswegen schreibt sowas bloß niemals einem Streamer in den Chat, Mann. Das kann voll wehtun. Gerade bei kleineren Streamern. Bei größeren Streamern, die juckt das wahrscheinlich nicht, aber ja. Die Map so groß wie die Welt, das wäre extrem cool und meditativ. Nein, 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 die Map ist nicht komplett 1:1 so groß, aber die ist riesig. Also möchtest du, wenn du von der einen Seite an die andere Seite fahren möchtest, da bist du sehr lange unterwegs. Also es dauert sehr, sehr lange, ja. Was snackst du da? Ich snacke diese komischen Kekse da. Die CB, glaube ich, so sehr hasst. Wie heißen die? Heißen Jaffa-Kekse oder so? Ich weiß nicht. Mag die gerne. Muss schon sagen, hier hat es direkt Klick gemacht. Das freut mich sehr. Sehr, sehr cool. Nein, das mache ich nicht. Ah, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Die ich gucke, streamen meist nachmittags. Ich gucke dich halt aber am liebsten. Das ist sehr süß. Dankeschön. Chat, ich glaube, da unten ist ein Burger King oder so. Ich sehe da einen riesen Burger.
Boah, hätte ich jetzt schon hart Bock drauf, ne? Bin wieder aus dem Schlaf gerissen worden. Schön, dass du nach 3 Stunden da bist. Ja, also heute werden wirklich wieder Überstunden gemacht hier. Chat, heute wird geschuftet. Ay caramba. Aber imagine so eine weltgroße Map, das wäre krass. Guck mal, ich kann es dir mal kurz zeigen. Also, guck mal. So sieht die Karte aus. Also du hast halt sehr viele Staaten von Amerika und es werden noch immer mit DLCs kommen, neue praktisch, und man kann die auch größer modden. Und ja, also ich glaube wirklich, also wenn du von da oben, von Bellingham nach unten Texas Bronzeville fährst, Junge, da bist du viele Stunden unterwegs. Sehr viele Stunden, glaube ich. Also alleine diese 400 Kilometer hier, die dauern, keine Ahnung, Mann. Bestimmt eine halbe Stunde oder so, wenn nicht sogar länger. Also ich glaube, wenn du von da unten nach da oben fährst, Alter, da bist du viele Stunden unterwegs. Also man hat wirklich was zu tun in dem Spiel. Du bist mittlerweile ein Teil meines Abends und beim Essen immer, ohne es irgendwie so leer. Viel lieber an dich. Das machen wir. Nein. Chat, wir fahren jetzt nicht von oben links nach unten rechts. Das machen wir nicht. Aber es freut mich wirklich sehr, Marie. Dankeschön. Also für mich ist das wirklich einfach nur ein riesen... Keine Ahnung, Mann. Das ist so ein riesen Kompliment. Chat, wisst ihr, was wir machen? Ich glaube, wir machen den LKW leiser. Dadurch, dass so kommen dann Lautstärke des LKWs. Den machen wir leiser. Und so kommen dann nochmal die Regengeräusche, glaube ich, noch besser zur Geltung. Mal kurz gucken, ob das geht. Ist der leiser? Ich glaube schon, oder? Du musst in 5 Stunden aufstehen? Ach du Scheiße. Warum nicht? Weil wir hier noch in 20 Tagen säßen? Stell dir mal vor, ich würde jetzt von oben links nach unten rechts fahren. Ich bin in 20 Stunden, bin ich noch live. Ah, die haben einen wunderschönen Tag, Nacht. Pass auf dich auf. Und schön, dass du da warst. Ich habe mir letztens einen Pulli gekauft. Das war mein letztes Geld, aber ich bin happy. Zoe, Mann, das freut mich sehr, dass du happy bist. So sollte es doch sein. Viel lieber an dich. Aber stell dir mal vor, man könnte so an Orte, an die man normalerweise nicht so einfach könnte. Eine Map, die jede Straße der Welt abbildet. Ja, das wäre natürlich übel krass. Das wäre übel insane. Aber, Chat, wisst ihr, was auch übel geil ist? In morgen. Also, nicht, also... Naja, eigentlich übermorgen. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben jetzt schon den 17. Am 18., glaube ich, war der Release Date von Alaskan Truck Simulator. Chat, es kommt einfach übermorgen Alaskan Truck Simulator raus. Und zwar der Truck Simulator, wo du durch Alaska cruist und aussteigen kannst und essen musst und dein LKW reparieren musst und. Das wird krass. Also den werde ich zu 1000% werde ich mir den kaufen. Ich glaube, ich kriege leider keinen Key dafür, den muss ich mir selber kaufen. Also das Spiel muss ich mir selber kaufen, aber da muss ich reingucken. Das wird krass. Dann können wir einfach so richtig krass an Raststätten aussteigen. Wir können uns was Geiles reinfahren, ein paar geile Burger. Und dann geht die Fahrt auch schon weiter durch Alaska. Ich stelle mir das so cool vor. Game, welches ich empfehlen kann, ist No Man's Sky. Alles schon gespielt. No Man's Sky hatte einen sehr, sehr harten Start. Aber die haben mittlerweile ein sehr, sehr cooles Spiel daraus gebastelt, ja. Also hatte ich ja wirklich, also No Man's Sky hat sich ja um 180 Grad gewendet. Sehr, sehr krass. Ist gar nicht, stimmt, wir haben ja wieder Tag. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass es wieder hell geworden ist. Oha, Chat. Das sieht episch aus. Junge, wie geil. Aber wir sind sehr hoch oben. Warte mal, wo sind wir? In was für einem Country sind wir? Welcome to Twin Falls. Wir sind in Twin Falls.
Inzwischen ist das Game aber insane. Genau, dazu wollte ich noch was sagen. Absolut. Ich meine, die Entwickler haben das Spiel nicht aufgegeben. Das muss man ihnen auf jeden Fall zugutekommen lassen. Safe. Sehr, sehr viele verhauen ihr Spiel und dann lassen sie es einfach liegen und dann scheißen sie drauf. Guck mal, die sitzen einfach im Regen und sind am Picknicken. Geil, Mann. Das ist also Twin Falls. Das sieht süß aus hier. Guck mal, er parkt einfach eine Limousine. Ich finde, Amerika hat sowas... Keine Ahnung, Mann. Die haben so ganz krasse Anordnungen von Häusern und Städten, finde ich. Könntest es ja mal im Stream spielen. No Man's Sky? Boah, weiß ich nicht. Aber ja, könnte man vielleicht irgendwann nochmal reingucken. Chat, guck mal hier. Ist es ein Meckes? Was bedeutet dieses Symbol? Ich mag Brücken nicht. Habe immer Angst, dass die einstürzen. Weißt du, was ich hasse? Tunnel beim Autofahren. Also Brücken finde ich jetzt tatsächlich nicht so schlimm als Autofahrer, aber ganz schlimm Tunnel. Ich weiß nicht mehr, wo ich da unterwegs war. Es war irgendwo in Österreich, Italien, irgendwie sowas. Da musste ich mal durch so einen Berg fahren. Also die haben dann riesen, da war ein riesen Berg und die, weiß nicht, da war ein Tunnel drin halt so. Alter, das war so eine Scheiße. Und vor allem hatte der nur eine, also der hatte zwei Spuren, aber praktisch, also Gegenverkehr halt. Also eigentlich nur eine Spur, weil, wisst ihr, was ich meine? Also zwei Spuren, aber eine Spur halt nur für eine Fahrtrichtung. Katastrophe, Mann. Wirklich, ich hatte da so Schiss drin. Ich habe so Panik bekommen. Also Tunnel auch ganz unangenehm für mich. Ein Picknick im Regen klingt irgendwie nice. Ja, stimmt. Hat auch was Süßes. Tunnel auch sehr gruselig, vor allem wenn die so kilometerlang sind. Übertrieben ekelhaft. Und es gibt ja wirklich Tunnel, Mann, die sind ja, ey, wirklich endlos lang. Also, weiß ich nicht. Habe ich echt ein Problem mit. Also, fahre ich absolut sehr, sehr ungerne. Vielleicht Metro, das große M. Ist so eine große Kette für Restaurants und Unternehmen und Essen in Massen zu kaufen. Für nicht so viel Geld. Metro liebe ich. Ich weiß nicht, ob das deren Logo ist. Weiß ich jetzt nicht. Aber Metro ist sehr, sehr cool. Ich meine, mit meinem Papa war ich damals sehr oft in der Metro. Mittlerweile, glaube ich, ist es da auch sehr teuer. Aber das war immer so faszinierend als Kind für mich. Auch immer noch eigentlich. Wenn du da so drin stehst und da sind Gänge. Junge, die sind so hoch. Also es sind ja Lagerhallen. Und da gibt es einfach alles in so kranken Massen. So Süßigkeiten gibt es da Berge von. Übertrieben krass. Ich war aber sehr lange nicht mehr da, weil zu teuer. Also macht eigentlich auch keinen Sinn, leider. Wie geht's dir heute? Adelina, mein Tag war sehr weird heute. Aber mir geht's soweit okay, würde ich sagen, ja. Ich hatte einen sehr gemütlichen Stream. Einfach, ey, Chat, auch nochmal hier ganz kurz, ne? Adam einfach, also Adam ist jetzt, glaube ich, nicht mehr da, aber hat einfach heute eine 50-Euro-Donation dagelassen. Also wirklich, da kracht's auch wirklich überall. Aber nochmal ganz viel Liebe. Und ja, aber wie gesagt, mein Tag war sehr komisch, Mann. Gab irgendwie Probleme mit Schimmel und so ein Scheiß und einfach so Dinge, die die Welt nicht braucht, weißt du? Chat, da kommt ein Zug! Nice! Und der hupt schon wieder so. Wer uns da früher AGM, der wurde jetzt zum Metro. Okay, habe ich noch nie gehört, AGM. Das ist auch so ein Großhandel. Ich habe immer Angst, dass der Tunnel einstürzt. Ja, ich fühle mich da irgendwie halt mega gefangen drin, so im Tunnel ist das Problem. Aber konntet ihr den beseitigen? Also wir haben den jetzt behandelt. Ob der jetzt ganz weg ist oder weggeht, das weiß ich leider nicht. Ich hoffe, dass das jetzt ja irgendwie so okay ist, sage ich jetzt mal. Ja, mal sehen, mal sehen. AGM gleich ADEG Großmarkt. Okay, krass. Nee, noch nie gehört tatsächlich. Ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Alter, warum bremst denn? Hat der Chicken Wings? Wir sollten ihn überfallen. Bitch. Meine Katze miaut mich gerade an und will Stress. Boah, jetzt gibt's einen Fight. Einfach einen Kampf um 2 Uhr morgens. Jetzt wird gefightet.
Chat, ich muss sagen, dieses Städtchen hier ist echt süß. Ich würde halt wirklich gerne mal durch Amerika cruisen halt, ne? Aber ich weiß nicht, man, Amerika ist halt auch irgendwie kritisch. Aber ich würde es gerne mal sehen, so von der Landschaft her. Alles andere kann mir echt gestohlen bleiben, aber die haben so geile Landschaften. Oh, da hängt ja eine kleine Kettensäge. Ja, falls mal irgendwie jemand Stress macht oder so, haben wir da sogar eine kleine Kettensäge hängen. Hab von gestern noch etwas nachgeschaut. Geht's deinem Hals besser? Also meiner Stimme nicht, meinem Hals ja. Also ich habe keine Halsschmerzen mehr. Aber meine Stimme ist mega abgefuckt die letzten zwei Tage. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also die ist so total überanstrengend irgendwie. Und dabei lutsche ich schon so irgendwelche komischen Bonbons und ich habe extra so Fenchelhonig habe ich benutzt gehabt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie meine Stimme macht's faxen. Ich glaube, Chat, bald habe ich eine sehr hohe Stimme einfach. Totalist und Hopfi, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir sehen uns die Tage wieder. Küsschen. Ja, wir haben ja auch schon 14:45, ne? Ihr solltet eigentlich alle schlafen gehen, Chat. Lass mich alleine. Ich und die Straßen von Amerika und meinen Truck. Ich bin hypnotisiert von der Kettensäge. Ja, das soll natürlich auch so sein. Fand die Landschaft dort auch sehr schön. Vor allem die Nationalparks. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wenn ich sehe, was für Menschen da leben, nein, danke. Das ist halt, ne? Das ist es halt. Ich meine, klar, wir haben auch so unsere komischen Menschen hier in Deutschland, aber... Ey, wir sind in Nevada, Chat. Yay! Aber ja, ich würde sehr gerne Amerikas Landschaften mal sehen und diese Nationalparks. Aber sonst interessiert mich da eigentlich gar nichts. Guck mal, Mantu. Mantau, Mantu. Was könnte das sein? Erster Aufenthalt in Jackpot? Alter, Chat, sofort ein Casino. Man fährt in das Städtchen Jackpot rein und was ist hier? Blackjack Casino. Ach du Scheiße, guck mal, und das ist richtig gut besucht. Oh oh. Kritisch. Yoshi hypnotisiert uns alle in die Abo-Falle. Ja, was meinst du denn? So funktioniert das am allerbesten. Was meinst du denn, wie ich sonst auf meine 350 Tier 1, Tier 2, Tier 3 Subs kommen soll? Mit Hypnose natürlich. Ihr subbt einfach alle, weil ihr es müsst. Guck mal, hier sind diese ganzen Crack-Motels. Junge, Motels sind wirklich immer in Amerika durch diese ganzen Filme und so. Das sind einfach, es sind Mord-Scenes sind das. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde diese Motels, die geben mir solche... dort werde ich umgebracht, wenn ich da schlafe, Vibes. Ich weiß nicht, ob ich da schlafen würde. Angie, schlaf gut und pass auf dich auf. Die müssen sich erstmal daran gewöhnen. Vielleicht hast du an den Tagen, wo du nicht gestreamt hast, nicht viel geredet. Das kann sehr gut sein, ja. Ich bin jemand, der nicht viel redet, tatsächlich auch. Weil ich ja immer so für mich selber bin. Das kann actually wirklich gut sein. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich sehr wenig rede selber. Und wenn ich dann aber 5 Stunden am Stück rede und streame halt, dann ist das halt eine große Belastung für meine Stimmbänder. Ja, das kann natürlich gut sein, ne? Deswegen rede ich jetzt einfach so, weil meine Stimme einfach komplett weg ist. Verdammte Scheiße. Es ist schon wieder passiert. Meine Stimme ist einfach weg. Mann, oh Mann. Asia, aber einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Küsschen. Bis bald. Tschüss. Chat, morgen kommt ein neuer Mikrofonarm an. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, der ist cool. Und dann räume ich hier morgen ein bisschen mein Setup auf und stelle das ein bisschen um und mache mal ein bisschen hier, ne, klar Schiff. Und mal gucken. Also ich freue mich darauf. Ich finde es immer sehr, sehr cool, so Kleinigkeiten am Setup zu verändern. Weil ich das ja auch den ganzen Tag benutze. Es ist irgendwie immer schön, so neue Kleinigkeiten zu haben. Und dieser Mikrofonarm fuckt mich total ab. Ich hoffe, Hilfe! Ich hoffe, das wird gut funktionieren. Ja. Oh, shit. Schon wieder. Alter, wie cool, Mann. Wow. Das hatte ich auch schon, konnte an den Tagen auch nicht mehr singen. Ja, okay, singen konnte ich glaube ich noch nie. Hatte immer das Gefühl, ich übergebe mich gleich durch die Reize. Ach du Scheiße, echt so krass. Nee, singen kann ich natürlich noch. La la la, la la la, la la la. Also, eigentlich, ich sollte Geld damit verdienen. Guck mal hier schon wieder. Alter, die Landschaft ist wirklich nice hier. Ich meine, hier ist zwar einfach gar nichts, aber ist cool. Adelina, schlaf schön und pass auf dich auf. Ich drück dir die Daumen.
Dominik, einen wunderschönen Abend. Hallo, hallo. Spielst du mit Tastatur oder Lenkrad? Ich spiele mit Controller. Ist für mich am allerangenehmsten. Josh wird jetzt auch noch Sänger. Boah. Ja, da sehe ich mich. Oh ja. Alter, ich dachte gerade, da kommt mir so ein, wisst ihr, diese AirPod-Vehicles entgegen. Ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber die am Flughafen, am Flughäfen so diese Flugzeuge transportieren. Oh, stimmt. Chat, noch eine neue Sache, übel krass. Also am 18. kommt Alaskan Truck Simulator und am 19. kommt einfach Airport Simulator. Junge, was? Irgendwer hast, das heißt glaube ich Airport Sim oder so. Da musst du einfach Flugzeuge abpacken und betanken und keine Ahnung was. Also du musst die komplett ready machen, damit die dann abheben können und so ein Shit. Alter, da sehe ich mich aber auch. Endlich mal einen Beruf, den ich noch nicht gemacht habe. Also Chat, es werden geile Simulatoren die Tage getestet. Ey, da freue ich mich übel drauf. Ich freue mich einfach mehr darauf, auf die beiden Games, als auf irgendwelche AAA-Games. Hallo, hast du einen Führerschein dafür? Ich bin eine Trucker-Legende. Also diese Frage, die beleidigt mich gerade. Ja? Mein Freund. Mein Freund. Gleich wird die Kettensäge benutzt, die da hängt. Ne? Pass lieber auf, was du da sagst. Truck Wash. Oh, das wäre geil, wenn man seinen LKW waschen könnte. War doch nur Spaß. Ich weiß. Ich weiß. Aber das mit der Kettensäge war ernst. Was haben wir denn hier? Settle West Resort. Aha. Pool und Coffee. Oh, fuck, wir müssen hier rein. Oh, oh, oh. Ich werde gut schlafen, weil werde mir deine neue Folge reinziehen. Das klingt sehr, sehr gut, Adelina. Ich hoffe, dass du schön dabei einschlafen kannst. Chat, noch 66 Kilometer, dann haben wir unser Ziel auch schon erreicht. Dann ist ja sogar klar, was wir in den nächsten Streams spielen. Ja. Also da müssen wir auf jeden Fall mal reinlunzen. In den Airport-Sim und den neuen Truck-Simulator. Das wird sehr, sehr cool. Mal ganz kurz so an euch alle, Chat. Spielt ihr auch Simulatoren? Oder guckt ihr die nur einfach gerne bei mir? Also spielt ihr sowas auch selber? Oder guckt ihr sowas nur? Würde mich jetzt mal interessieren. Also weil ich zum Beispiel, ich habe die halt alle gestreamt, ne? Fast alle. Also für mich ist es halt eher irgendwie auch so ein bisschen Arbeit natürlich, weil es halt mein Job so. Aber ich muss echt sagen, also Simulatoren, es gibt so coole, die machen so viel Spaß. Das ist schon geil. Landwirtschaftssimulator, ja, habe ich auch mal getestet tatsächlich. Sobald ich meinen PC habe, werde ich in der Simulatorenwelt versinken. Sehr nice. Alleine Powerwash-Simulator ist ja wirklich ein Go-To-Ding. Sollte man machen. Fußballsimulation. Was heißt Fußballsimulation? Meinst du jetzt FIFA oder was meinst du? Also mein Mann spielt das, was du gerade spielst, spielst und Auto, aber sonst nicht. Warte mal, und Auto? Also irgendwelche Autosimulatoren oder was? Du darfst bei den Amis auch auf der linken Spur fahren. Nein, ich bin Deutscher, ich fahre auf der rechten Spur. Fertig. nee, tatsächlich wusste ich das nicht. Krass. Die haben echt krass, ja, nee. Nee, ich fühle mich sicherer mit meinem fetten Gefährt auf der rechten Seite. Hin und wieder mal, mich entspannt es, dir dabei zuzugucken. Aber bei dir zuschauen ist auch super, dankeschön. Ich meine mittlerweile, ich habe ja wirklich... Was passiert jetzt? Bro, was passiert jetzt? Was ist denn jetzt? Hallo? Radio? Hallo? Was ist denn? Hä? Was ist denn jetzt? Police Chase. Warte mal, warum wird das so intens? Hä? Ich hab doch gar kein Radio an. Hä? Was ist denn jetzt? Hä?
Was ist passiert? Was habe ich gemacht? Wie kriege ich das aus? Chat, schmeiß mal bitte jemand das Radio aus dem Fenster. Wie kriege ich das aus? Hä? Ist es ein Bug? Warte mal, ist es ein Bug? Ich habe doch das Radio ausgemacht. Radiolautstärke 0. Ah. Hä? Alter, das hatte ich noch nie. Was ist denn da passiert? Tankstellensimulator hat mir echt Spaß gemacht zum Zuschauen, auch zum selber... Alter, stimmt. Und weißt du, was das Geile ist vom Tankstellensimulator? Fox, falls du es nicht wusstest, die sind dabei, einige neue Simulatoren zu machen. Und zwar kommt von denen bald auch, ich glaube, ein Motel-Simulator und ein Diner-Simulator. Falls du das nicht wusstest. Sehr krass, also von den genau gleichen Entwicklern. Also das stelle ich mir auch sehr, sehr cool vor, Mann. Einfach so ein Diner-Simulator in Amerika, wo du so ein eigenes Diner hast. Übel geil, Mann. Schau mal den Fly-Simulator. Ja, klar, alles schon gespielt. Flugsimulator und so. Klar. Guck mal, hier stehen sie alle im Regen, ne? Was gibt's hier? Gibt's irgendwas umsonst? Ach, das sind die Raucher. Guck mal, Chat, so wichtig sind denen die Zigaretten, ne? Da stehen sie selbst im Regen einfach draußen. Nicht Flight Simulator, Fly Simulator. Also Fliege oder was? Guck mal, der ist einfach im Regen am sauber machen. Drug Dealer Simulator, auch nice. Auch sehr, sehr nice. Oh, die Kurve, die wurde aber ein bisschen zu krass genommen. Drug Dealer Simulator war auch sehr, sehr lustig, ja. Ich glaube sogar, kommt davon nicht sogar auch noch ein neuer Teil? So, Chat, und da haben wir es auch schon wieder geschafft. Wir waren jetzt unterwegs, ja, ungefähr 35 Minuten, ne? So, mal eben den Anlieger hier an, rein damit. Ich muss sagen, ich finde unseren LKW sehr, sehr nice. Das sieht schon cool aus. So, geht das so? Perfekt. So, Chat, haben wir den Auftrag auch abgeschlossen. So muss das sein. Nice. Level 25 Ausbilder bin ich schon. Alter. Bin schon ein krasser Hecht, oder? Okay, Chat. Okay, noch eine Mini-Runde, okay? Oder sollen wir offline gehen? Nee, noch eine Mini-Runde. Also ich weiß wirklich nicht, warum diese Musik so krank intens ist, Mann. Okay, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Troquet? Troquet? Kalifornien? Boah, in Kalifornien war ich lange nicht mehr. Ist bestimmt cool, wenn man noch ein Lenkrad am PC hat. Yes. Sehr, sehr cool. Ist halt nur, also für mich ist es halt zu nervig wegen Stream halt, weil man, das muss man immer komplett aufbauen und so. Ich habe tatsächlich damals von einem Freund von meinem Papa Lenkrad, Pedale sogar mit Schalten und dies und das hat er mir mal geschenkt. Aber leider ist das wirklich so kompliziert, das immer anzuschließen. Und das Allerkrasseste war, was ich mal gemacht habe, Lenkrad, Pedale und VR-Brille. Das ist krass. Chat, das Spiel in VR zu spielen, ist so nice. Echt, habe ich ja sogar mal gestreamt gehabt. Guck mal, wie traurig der da im Regen sitzt. Ja, Arbeit, ne? Die Arbeit, da machst du nichts, hör mal. Da machst du absolut nichts. Aber so ein Lenkrad ist safe übel teuer. Ja, also die können schon ziemlich teuer sein, safe, ja. Aber ich meine, die Frage ist jetzt auch, also, ist nicht alles teuer, was sowas angeht? Also ich meine, selbst ein scheiß PlayStation-Controller kostet irgendwie 60 Euro oder so, ne? Deswegen, also wenn du dann irgendwie 120 Euro für ein gebrauchtes Lenkrad bezahlst, dann geht das eigentlich schon klar, oder? Also Controller sind ja auch echt richtig teuer. Okay, guck mal, war ich da denn schon mal?
Haushaltswaren, 19 Tonnen. Von Elko nach Trakee. Ja, komm, Chat, machen wir das auch noch. Wie lange ist denn das? Hab jetzt gar nicht darauf geachtet. Scheiße, das ist bestimmt wieder voll lange. Ich muss in 4 Stunden in die... Du musst in 4 Stunden in die Schule. Ach du Scheiße. Oh ja, wir haben ja 2 Uhr. Oh wei, oh wei. Okay, Chats. Ihr geht jetzt alle schlafen, okay? Ich mach diese Fahrt einfach alleine. Ist schon okay, ihr müsst nicht auf mich aufpassen. Ich mach das schon. Ich fahr uns mal eben nach Kalifornien. Ihr könnt ruhig schlafen gehen. Ich habe schon welche auf TikTok gesehen, die haben sich mit Bildschirmen und Tablets ein ganz Cockpit gebaut. Habe ich auch schon gesehen, ja. Da gibt es ja auch so richtig krasse Enthusiasten für Flight Simulator und so. Die Junge, die haben da einfach alles, ne? Also irgendwie habe ich es nicht so ganz mit den Kurven, Mann. Egal, ich finde es gut, dass du streamst. Aha. Fahr vorsichtig, schlaf gut. So. Ist Walbert, das erinnert mich irgendwie an Walmart. Heißt das nicht Walmart oder so? Oder Walmart oder so? Das erinnert mich irgendwie ein bisschen daran. Okay, oh mein Gott, das sind 600 Kilometer. Okay, Chat, vielleicht machen wir die nicht ganz. Scheiße, Mann, das sind sogar noch 200 Kilometer mehr als eben. Ja, okay, vielleicht machen wir diese Route hier nicht mehr ganz. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit nach Kalifornien ist. Ich habe keine Ahnung, wie die das mit den ganzen Bildschirmen und so, wie die ganzen Bildschirme und so angeschlossen haben. Brauchst auf jeden Fall eine Grafikkarte mit vielen Displayport-Kabeln wahrscheinlich, ne? Also ich weiß gar nicht, was haben denn noch Grafikkarten heutzutage? Ich glaube meine... Oh scheiße, ich bin falsch abgebogen, oder? Oh shit, ich hätte irgendwo da hinten... Ah, ich hätte da hinten runter gemusst. Meh! Ich muss mal kurz da hinten drehen. Ich glaube, meine Grafikkarte hat wie viele Anschlüsse? 4 oder 5? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Hallo, bitte! Lassen Sie mich doch mal drehen! Sie sehen doch... Oh mein Gott, du ehrenloser Wicht. Chat, für solche Situationen habe ich die Kettensäge, ne? Er sieht doch, dass ich drehe. Ich drehe gerade. Immer dieses ich. Ist das zu fassen? Guckt sie euch an, Chats. Oh mein Gott, ich ramm die jetzt so weg, ne? Ihr blöden Wichser, ihr habt sich anders verdient. Ich hoffe, eure Versicherung zahlt das nicht. Arschgesichter. Wie die Autofahrer in Deutschland. Wirklich, die sehen doch, dass ich drehe, Mann. Die fahren einfach trotzdem mitten rein. Ist das ehrenlos. Das gab doch bestimmt riesen Kabelsalat. Also ich alleine habe ja schon bei meinen 3 Monitoren einen Kabelsalat. Ich meine, okay, meine Monitore sind halt auch... Also ich habe ja 5 Meter Kabel durch mein Zimmer gelegt. Aber generell, also das ist ja voll der... Also, ich weiß nicht, mein Kabel ist Salat des Todes. Ich hätte da gar nicht die Kraft für, das alles zu verkabeln und dann auch noch irgendwie die Kabel zu verstecken. Also ich bin ja so jemand, ich gebe ja nicht so viel da, also ich gebe nicht viel Wert darauf. Ich bin ein Penner, Chats, aber das wisst ihr ja auch. Also Kabelmanagement ist bei mir wirklich sehr, sehr gering vorhanden, ehrlich gesagt. Wartet ganz kurz. Chat. Oh mein Gott. Was ein Timing. Alaskan Road Truck. Warte mal. Chat, ganz kurz. Ich habe eine E-Mail bekommen. Ich muss ganz kurz lesen. Von Alaskan Road Truckers. Warte kurz. Okay, warte, Chats. Wenn ich Glück habe, kriege ich einen Key. Oh mein Gott, wie geil. Alter, was ein Timing. Wenn ich Glück habe, kriege ich einen Key. Ja, bitte. Oh mein Gott, das wäre so geil. Okay, Mann, ich hoffe, die geben mir einen Key. Ich habe gerade eine E-Mail von denen bekommen. Alaskan Road Truckers. Nice.
Okay, das wäre übel nice. Okay, ich habe den jetzt mal geantwortet. Cool, Mann. Das wäre ja übel praktisch, wenn die mir einen Key geben würden. Das wäre so nice, das wäre übel geil. Vielleicht dürfte ich es dann schon sogar morgen spielen. Also außer die haben ein Embargo, also dann nicht, aber... oftmals, wenn du Keys bekommst, darfst du das Spiel auch früher spielen. Ich bin seit langer Zeit mal wieder hier. Bin jetzt seit 2 Monaten in den USA für mein Auslandsjahr und es ist immer schwierig mit der Zeitverschiebung. Freue mich sehr, wieder hier zu sein. Johanna, ich danke dir von Herzen für die 15 Monate. Und wo bist du denn gerade? Kann man dich einsammeln? Ich befinde mich hier gerade auf dem Weg nach Kalifornien. es freut mich auf jeden Fall sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Zeitverschiebung? Warte mal, wie viel Uhr habt ihr denn jetzt gerade? Auf jeden Fall ganz viel Liebe an dich und Dankeschön für die 15 Monate. Sehr, sehr krass. Dankeschön. Aber dein Zimmer sieht echt gemütlich aus. Dankeschön. Also mein Zimmer ist auch wirklich, also ich liebe mein Zimmer. Das ist eine Wohlfühloase auf jeden Fall für mich. Okay, Chat, wir sollten irgendein Gesprächsthema auspacken, sonst schlafe ich beim LKW-Fahren ein. Und das wäre... Holla die Waldfee, das war ganz knapp. Da fängt es nämlich schon an. Hilfe! Oh mein Gott, zum Glück haben wir nur einen Schaden bekommen. Und der Fracht ist nichts passiert. Ich schlafe hier noch ein. Hilfe. Was war das denn? Ich wollte gegenlenken, aber die Fahrbahn ist zu rutschig und ich bin zu schnell gefahren. Und der LKW, also praktisch der Anhänger, hat nachgeschoben. Und hat mich in die Bande reingeknattert. Kansas. Du bist in Kansas. Okay, das ist krass, Mann. Mitten im Nirgendwo und bei mir ist es 7 Stunden früher als bei euch. Okay, krass. Alter, in Kansas. Und wie ist das da so? Erzähl mal ein bisschen, wie ist das denn da so? Ich habe mir schon die Lichterkette gekauft, die du hast. Ah, da wird einem einfach nachgemacht. Da wird einem einfach nachgekauft. Wahnsinn. Eine Frechheit. Ich möchte bitte aus dem Truck raus, ich gehe zu Fuß. Es ist so süß, Lilly, es ist so süß. Also, dass Leute wirklich irgendwie denken, sie hätten eine eigene Meinung in meinen Streams und sie dürften irgendwas entscheiden, das ist... Da fließt mir fast ein Tränchen über die Wangen, also... Das ist wirklich toll. Naja, Lilly, bleib weiterhin in diesem Glauben, in diesem unschuldigen, jungen, dummen Glauben, dass du irgendwas zu entscheiden hast. Jedes Amerika-Meme, was du jemals gesehen hast, ist kein Meme, sondern die Realität. Okay. Das hört sich jetzt gar nicht gut an, ehrlich gesagt. Das hört sich jetzt gar nicht gut an. Ich dachte, du erzählst mir jetzt irgendwas Cooles aus Amerika. Jedes Amerika-Meme, was du jemals gesehen hast, ist kein Meme, sondern die Realität. Ach du Scheiße. Okay, Chat, was sagt ihr dazu? Das hört sich jetzt eher nicht so gut an. Also ich muss sagen, zum Durchfahren ist es schön. Ich habe aber bis jetzt auch noch mit niemandem geredet hier. Und ich bin auch noch nie ausgestiegen. Deswegen, ja, kann ich dir nur meine objektive Meinung dazu sagen. Wie ich hier rumtuckere. Okay, das ist natürlich schade. Ich dachte, du könntest irgendwas Geiles erzählen oder so. Aber es ist echt cool hier. Habe jetzt schon gemerkt, dass ich viel offener und selbstbewusster geworden bin. Okay. Okay, das spricht jetzt für dich selber. Aber was ist denn mit Amerika an sich? Also was meinst du mit den Memes? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was meinst du damit? Aber es ist ja cool, dass du für dich selber Fortschritte gemacht hast. Ich denke, das hört ja jeder gerne. Junge, wir haben einfach 2.10 Uhr an einem Montag, also Montagnachts praktisch, auf Dienstag. Und ich fahre schon wieder seit einer Stunde einfach durch Amerika. Ist das zu fassen? Zur Müdigkeit am Steuer sagt die Fahrschule, Hampelmänner machen. Echt jetzt? Also meiner hat das nicht gesagt. Meiner hat einfach gesagt, fahr kein Auto, wenn du müde bist, du Arsch. Nee, es ist echt geil, aber es ist einfach lustig zu sehen, dass sich so viele Sachen, die man so im Internet sieht, halt for real echt sind. Okay, das hört sich für mich aber irgendwie mega, also weil ich höre oder ich sehe auch sehr viel Scheiße von Amerika. Also sehr viel Scheiße. Deswegen, ja, das hört sich jetzt für mich irgendwie eher voll negativ an. Aber ich meine, wenn du cool sagst, dann nice.
Aber das Essen hier ist echt mies. Okay, das glaube ich. Aber sag mal, warum Essen? Für dich persönlich jetzt? Die sagen, dass man Rast machen soll und frische Luft plus Bewegung. Also ich glaube, also ja, klar, ne, im Endeffekt natürlich. Man muss echt aufpassen. Also dieser Sekundenschlaf, der kann echt schnell passieren. Und vielen meiner Freunden zum Beispiel ist das schon passiert. Richtig krass. Also die sind wirklich einfach eingepennt beim Schlafen plötzlich. Weil die total überarbeitet waren und dann hatten die sogar einen Unfall. Aber ist alles gut gegangen zum Glück, aber trotzdem. Weil die einfach so überarbeitet sind und die Arbeitszeiten so lang sind, dass sie dann halt spät abends von der Arbeit kommen, todmüde sind, aber nach Hause müssen und ja, dann mal eben einnicken. Das ist schon echt hart. Eingepennt beim Schlafen. Ja, ist spät, Chat. Ich meine natürlich beim Autofahren. Mensch, eine neue Route? Was machst du hier, Adelian? Du wolltest schlafen gehen. Schmeckt alles sehr lasch und nicht so intensiv und das Brot hier ist ein Witz. Ja, okay. Brot im Ausland ist immer kritisch, glaube ich. Dass man das hier Brot nennen darf. Und der Käse ist meistens neon-orange oder weiß. Sehr interessant. Also ich meine, für mich als Käseverachter ist das jetzt relativ egal. Aber für jemanden, der jetzt Käse mag, ist das natürlich doof. Okay, krass, Mann. Aber und was essen die so dann? Ja, ja, ich wollte, bis ich eben meine Tage bekommen habe. Echt jetzt? Wäre ich schlafen gegangen, würde ich in einem Blutbad aufwachen. Ach du Scheiße, Mann. Zu viele Informationen. Okay, das ist hart. Timing. Perfektes Timing auf jeden Fall. Wahnsinn. Guck, Chat, das meine ich. Guck, 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 guck. Das ist echt krass. Wenn du eine Kurve fahren willst und mit 80 fährst mit dem LKW im Regen, da drückt dich praktisch der Anhänger aus der Kurve raus. Das ist heftig. Fast Food. Und hier essen viele gerne auch mexikanisch. Hm. Ach komm, 2 Uhr geht schon. Herzlich willkommen im Leben einer Frau. Lusche. Ja, Frauen wirklich schon kacke, ne? Ein Leben mit Tagesschmerzen und Blut und in der Küche muss wirklich scheiße sein. Oh Mann, ich sehe es jetzt schon. Yoshi, warum sagst du sowas zu uns? Du kannst doch nichts zu allen Frauen sagen. Du bist so gemein zu uns. Ja, ich sag nichts Falsches, schon passiert, tut mir sehr leid, ich hab's schon, es ist schon passiert, es ist, ich konnte mich nicht zurückhalten, ich musste provozieren, zu spät, es ist zu spät, ich musste provozieren. Nee, aber ist wirklich krass, also, Junge, also ich bekomme das natürlich so bei, ne, bei meiner Schwester mit und so, und, Junge, das ist ja so eine Scheiße, ne, also wer sich das ausgedacht hat, diesen Müll, da bin ich wirklich echt froh, ein Mann zu sein. Seitdem ich die Pille nehme, bin ich Gott sei Dank befreit von den Schmerzen. Okay, wenigstens etwas Gutes. Wenigstens etwas Gutes. Aber ich finde es auch voll krass, die Pille muss man doch bezahlen, oder? An unserer Tankstelle ist ein Schild mit Midwest Breakfast. Warte, hier ist eine Kurve. Ich muss aufpassen, dass ich nicht rausfliege. Da ist ein Becher Pepsi und ein Stück Pizza auf dem Rührei und Schinken drauf ist abgebildet. Für 4 Dollar. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Ey, genau das habe ich hier schon öfters drin gesehen in dem Spiel. An Tankstellen. Ist ja krass. What the fuck? Yes, zahle aktuell 5 Euro. Okay, du bezahlst 5 Euro für die Pille. Und wie oft bezahlst du dir? Da ist sie wieder, die toxische Männlichkeit. Yoshi, wie er leibt und lebt. Anjit, was machst du noch hier? Und vor allem, da ist ja auch CB schon wieder. Also, ist das frech, ne? Immer diese Leute. Ich gehe schlafen, ich mache einen ruhigen. Da kommen sie alle wieder. Eigentlich schläft hier keine Sau. Keine Sau schläft hier in meinen Streams. Alle sagen das bestimmt, nur damit ich mich besser fühle. Mutter aller Probleme, einen wunderschönen guten Abend. Alle 3 Monate bezahlst du 5 Euro. Okay, das geht ja noch.
Also klar, besser wäre natürlich nicht zu bezahlen, aber ich hätte jetzt viel mehr gedacht tatsächlich. Alter, warum wackelt der LKW so? Die haben nur keine Lust, mit dir zu schreiben, ich weiß. Die sitzen einfach gerade in ihrem Bett oder liegen in ihrem Bettchen oder sitzen an ihrem PC und haben einfach keine Lust, mit mir eine Konversation zu führen. Und ich rede einfach mit mir selber. Ich werde einfach geghostet. Aua. Wenn es dir hilft, kann ich so tun, als wäre ich, als hätte ich versucht zu schlafen und so weiter. Hast du es denn oder hast du es nicht? Ab 22 Jahren kostet sie dann 15... Okay, das ist dann hart. Das ist dann was anderes. Das konnte ich doch nicht unkommentiert lassen. Ich war fast eingeschlafen. Warte mal. Du musst es jetzt wirklich zu mir sagen. Da kommt wieder deine toxische Männlichkeit raus. Dafür bist du jetzt gerade aus der fast Halbschlafphase rausgegangen, um dein Handy zu nehmen und mir zu schreiben. Ich schreibe gerne mit dir. Eigentlich werde ich gezwungen. Okay. Okay. Ist okay. Ja, dann lese ich einfach nicht mehr den Chat. Ist okay. Rede ich einfach mit mir selber, so wie ich es immer mache. Ich finde, diese Kettensäge sollte nochmal zum Einsatz kommen. Solche Selbstgespräche, Chat, so die man halt so eben so sich so selber so fühlt. So. So ganz normale Sachen halt. 68 Dublonen hast du bezahlt. Einfach den Körper verkauft. Ach du Scheiße. Der hat für die meisten im Chat die richtige Größe. Ich glaube, Zivir, das war das erste Mal, dass du mich zum Lachen gebracht hast. Das ist wohl wahr. Das ist einfach eine Kettensäge für... Die kann sogar der Chat halten. Dass ich da noch nicht drauf gekommen bin selber. Wahnsinn. Deswegen hängt die da. Geil. Schön. Ach ja, vielleicht rede ich doch nicht nur mit mir selber. Chat, wisst ihr, was ich mich immer so frage? Oftmals auch in Deutschland sind die ja immer so Brücken besprüht, ne? Ich frage mich immer, wie kommen die da oben dran? Also seilen die sich dann so ab mit irgendwelchen, keine Ahnung, mit irgendwelchen Seilen? Wie zur Hölle kommen die da oben dran? Auch an solche Straßenschilder. Wie kommen die da hoch zum Teufel? What the fuck? Und vor allem finde ich es auch immer wieder interessant, was manche Leute als Kunst bezeichnen, bei Graffitis, also beim Sprayen. Also wirklich, also ich sag mal, 80% davon sehen ja aus, Junge, als hätte ich das gezeichnet. Und das ist eine Beleidigung. Das ist wirklich eine Beleidigung. Also es ist ja so krank hässlich, wenn man wenigstens was Geiles machen würde. Eine Frage, die ich mich auch schon ewig frage. Lili, ich habe da auch so ein paar Vermutungen. Ich glaube, die fliegen. Ich glaube, die fliegen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Okay, kommt jetzt die Zombie-Apokalypse? Junge. Plötzlich voll der Nebel. Es gewittert, Chats. Keine Ahnung, aber diese Graffiti-Leute sind krass. Ich glaube, die fliegen. Ja. Also, ich finde die Graffiti-Leute krass, die halt coole Sachen machen. Für die anderen, die da irgendeine Scheiße insprayen, nee, Mann, da habe ich wenig Empathie für. Oder Sympathie, eher gesagt. Weiß ich, finde ich eigentlich echt sogar eigentlich mega den Loser-Move. Wenn du da jetzt das übelste Kunstwerk hinsprayst, dann geil. Aber wenn du da jetzt einfach irgendwie so einen komischen Namen hinschmierst, der einfach aussieht, als hätte ich ihn wirklich, als hätte ich ihn gezeichnet, das ist doch einfach nur, das ist doch einfach nur Kacke. Okay, Chat, es könnte sein, dass wir gleich einfach, weil jedes Horrorspiel oder Horrorfilm fängt so an, es könnte sein, dass plötzlich gleich einfach eine Person auf der Fahrbahn steht. Dieser Person wollen wir dann ausweichen, wir landen in irgendeinem Graben und dann wachen wir nachts auf. Und dann geht's los. Oh, scheiße, wir müssen bald mal tanken, fällt mir gerade mal so auf. Ja, da war eine Tankstelle auf der... Ach, scheiße, egal, nächste Tankstelle. Adelina, schlaf gut.
Tanken ist wichtig. Ja, ja, habe ich jetzt leider zu spät gesehen. Wir müssen bei der nächsten Tanke halten. Shit. Aber guck mal, das ist tatsächlich auch eine Autobahn. Hier war ich noch gar nicht. Sehr cool. Also, ich bin gespannt, Chat. Wir sind bald in Kalifornien. In Troquet oder Traquet oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ja, also ich halte es am wahrscheinlichsten, dass sie wirklich fliegen. Du meinst die Sprayer? Ja, es ist auch eigentlich das Logischste. Also, was anderes macht da jetzt eigentlich gar keinen Sinn. Graffiti-Leute sind eigentlich Elfen. Ja, das sehe ich auch. Es könnten auch einfach Elfen sein. Tasty, dankeschön für dein Follow. Dankeschön. Tasty, Takey, Takei, dankeschön. Freut mich sehr, Mann. Herzlich willkommen zu dieser unchristlichen Uhrzeit. Also so neben einer Autobahn zu leben, würde mich auch radikal abfacken, ne? Lebt irgendjemand von euch an der Autobahn? Also mir reicht es schon, dass ich an einer scheiß Hauptstraße lebe, aber an einer Autobahn, das ist ja noch 50 mal schlimmer. Okay, Chat, 100 Kilometer noch, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir raus für heute. Oh, guck mal, hier ist aber auch schön. Oh nein, wer ist schon wieder der... Wo ist er? Wo ist der Zug? Junge, warum ist der so laut? Ich habe mal zu nah an einer Autobahn gewohnt, nie wieder. Boah, Katastrophe muss das doch sein. Also wie gesagt, ich lebe genau in der Hauptstraße, ist genauso die Katastrophe, aber ich stelle mir eine Autobahn noch schlimmer vor, viel schlimmer. Angie, schlaf gut. Nochmal, pass auf dich auf. Warte mal, ist das, Welcome to California. Chat, wir sind in Kalifornien. Nice. Nein, nein, Adrian, sowas passiert nicht, sowas passiert nicht. Warte ganz kurz, ich habe eine E-Mail bekommen. Warte, warte, warte. Nein. Schade, zu früh gefreut. Ich dachte, das ist der Truck-Simulator, Key, aber nein. Das wäre jetzt krass gewesen. War leider eine andere E-Mail. Du hast einfach nie völlige Ruhe und tagsüber Katastrophe, ja. Ach du Scheiße, boah. Muss ja ganz schlimm sein. Nee, ich lebe übel im Dorf und wir haben nicht mal einen Einkaufsladen. Okay, das ist krass. Spielst du über Controller oder Lenkrad? Ich spiele nur mit einem PS5-Controller. Ist für mich am einfachsten und dann, also einfach nur anstöpseln am PC, fertig, zack, geht alles. Geht am schnellsten. Ja, und finde ich, ist tausendmal angenehmer, als mit Tastatur zu spielen. Plug and Play, ja, das, also das ist wirklich, muss ich sagen, also Steam hat das sehr geil auf die Reihe bekommen. Die haben ja sogar so eine richtige Benutzeroberfläche wie eine PlayStation, die du auch benutzen kannst, wenn du das möchtest. Ich glaube, das nennen die Big Picture oder so, glaube ich. Also wirklich, du kannst ja jedes Spiel mit Controller sofort spielen bei Steam, weil Steam das sofort erkennt, dass das ein PS-Controller ist. Das ist übel geil. Ich glaube, das war damals nicht so. Damals musstest du noch irgendwie so andere Programme dafür haben. Das ist echt cool. Alter, du hast vergessen, dass du Zähne geputzt hast. Warte mal, wann hast du denn Zähne geputzt? Das muss ja voll lange her sein. Oder nicht? Ja, dann würde ich es auch vergessen. Das muss ja voll lange her sein. Oh, Chats. Truckers. Buses. Okay, wir müssen rechts lang. Ich sag euch ganz ehrlich, ne, im echten Leben, ich finde die Dinger so unfassbar gruselig, diese Mautstellen oder Zollstellen. Alter, da krieg ich immer richtig Panik, Mann. Auch damals, wo ich über Österreich gefahren bin und so einen Scheiß, über diesen Pass, also über den Brenner und so einen Bums. Junge, halben Herzinfarkt, ne? Vor einer Stunde? Ja, okay, das geht noch. Also wenn ich Apex zocke mit dem PS5-Controller, sagt er immer hier Xbox-Controller. Ja, ich glaube, weil das... Wahrscheinlich ist es eine Treibersache wahrscheinlich, oder? Also bei mir wird bei Steam immer der PlayStation-Controller erkannt sofort. Ich weiß auch nicht. Hatte ich noch nie Probleme mit. Vielleicht emuliert der praktisch einen Xbox-Controller einfach. Vielleicht ist es das.
Okay, Chat, wir sind in Kalifornien und wir haben sofort 3 Spuren. Aber die Schokolade lag so neben mir und dann habe ich nicht darüber nachgedacht und schon war sie in meinem Mund. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Donner Lake. Tja, da musst du nochmal Zähne putzen, Lilly, ne? Aber ist nicht so schlimm. Du kannst in 17 Kilometer kannst du nochmal Zähne putzen gehen. Ne? Dann sind wir fertig. Chat, dann haben wir eine weitere Route beendet und sind tatsächlich von Idaho unten nach Pumlebem gefahren. Keine Ahnung, hab den Namen vergessen. Und jetzt sind wir sogar in Kalifornien. So. Okay, war ich hier schon mal? Ich glaube, ich war hier tatsächlich sogar noch gar nicht. Ein großer Kreisverkehr. Ah, ja. Hier gibt's den Hoots. Was auch immer das für ein Laden ist. Ein Supermarkt. Nice. Chat, hier ist ein Supermarkt. Wir müssen aber nach rechts. Und ein Homestore. Geil. Ist bestimmt so wie so ein Ikea oder so. Bin ich dumm oder dauerte die Strecke länger als die davor? Die Strecke ging tatsächlich schneller. Oder genau, nee, genauso lang. Nee, vielleicht ein bisschen länger sogar, ja. Die war aber auch länger, weil das waren 600 Kilometer. Also theoretisch müsste sie länger gedauert haben. Ich weiß jetzt nicht, wie das zeitlich ist, aber es war auf jeden Fall viel mehr. Ich glaube, die erste war 450 Kilometer und das waren 600. Boah, das sieht aber cool aus hier. Was haben wir denn hier? Porn, was? Pornshop? We buy gold. Tja, ich habe leider kein Gold, Mann. Ich habe leider kein Gold. Ich bin ein armer Truckerfahrer. So. Sonst gibt es hier immer merkwürdige Wetten von den komischen Mods, wie sehen wir bald eine Kuh oder so. Ja, das sind wirklich die schlimmsten. Also diese Mods, die solche Umfragen machen oder Wetten machen, das sind die schlimmsten. Auf die wird auch mit dem Finger gezeigt. So, Chat. Tada! Chat, es war mir eine Ehre, mit Ihnen nach Kalifornien cruisen zu dürfen. Wir haben sehr gut Kilometer gemacht und 13.000 Dublonen haben wir verdient. Sehr schön. Chat, es war mir eine Ehre. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier muss ich mich natürlich auch nochmal ganz kurz verabschieden von meinen guten YouTube-Zuschauern. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Küsschen an euch alle. Und wir sehen uns hoffentlich bald im nächsten Video wieder. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Küsschen.